Hallo Leute! Moment, so geht das nicht. Hallo Leute! Nein, das ist auch nicht gut. So Leute! Nee, auch nicht gut. Nee, Quatsch. Das war eine kleine Parodie. Wer sie erkennt, gut. Ist das immer noch am Hacken? Ich hoffe nicht. Doch schon. Einen Moment. Ach Leute, es kotzt mich an. Ah, jetzt geht's aber ein bisschen besser. Ja, weil Camtasia rendert gerade und ja, das kostet einfach so viel Energie, den Rechner. Und ich habe aber so viel, weil ich brauche Speicherplatz und ich muss es rendern. Na gut, Kerl, okay, ich gehe mal raus hier. Hallo? Was war jetzt eigentlich mein Ziel? Oh, okay, eine Frage. Wo genau sollen wir nur anfangen zu suchen? Naja, wir müssen wohl die Stadt verlassen, weil wir die Geister finden wollen. Sie werden wohl kaum an einem Ort sein. Oh schon, aber was ist mit deiner Mutter? Ich dachte, sie kommt heute wieder. Du hast recht. Bevor wir die Stadt verlassen, müssen wir zu meinem Vater. Ich dachte, du hast dich so gefreut. Und nun willst du einfach gehen? Natürlich will ich sie sehen. Aber wenn wir unsere Aufgabe erledigt haben, kann ich das immer noch. Auf unseren Schultern lastet nur ein großes Schicksal. Das sagst du so einfach. Klar sag ich das einfach. Du sagst auch nicht einfach so, cool, ja, gib mir mal Windkräfte und so und lass mich mal die Welt auf meinen Schoß lassen, damit ich mal die geile Göttin sehen kann. Hä? Außerdem solltest du dich einfach erstmal um vernünftige Waffe kümmern. Ach so, ich habe keine Waffe, stimmt. Oder willst du noch schutzloser sein, als du ohnehin schon bist? Es ist echt unaufnehmbar. Mann! Ich werde dann später lachen. Egal, lass uns zu deinem Vater aufbrechen. Zu meinem Vater. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, so kann ich es nicht aufnehmen. Das ist echt schrecklich. Okay, nee. Ärgert mich. Aber gut. Bis dann. Hallo? Hallo? Kann man nicht stoppen. Was hat denn dein. Was hast du für ein Problem? Ja? Tschüss. So Leute, wir kommen wieder hier zu Suishomaru Spiel Elements Destiny. Endlich kann ich wieder aufnehmen. Endlich ist mein Netzwerk fertig gerendert. Endlich habe ich wieder Speicherplatz auf dem Rechner frei. Endlich. Achso, ich wollte erstmal zu Papi gehen, ne? Kann ich eigentlich laufen? Ah ne, Moment, ich habe nur eine Taste. Zwei Tasten. Ja, ich habe mir einfach einmal abwechselnd belegt und weiß jetzt, welche Tasten Escape und welche für Enter stehen. Ja, Joy to Key. Weil das irgendwie mein Joypad sonst nicht erkennt. Keine Ahnung, warum das so ist. Es ist einfach so. Mir auch egal. Joy2Key macht einen guten Job. So. Gut, Papa ist wieder wohlauf. Erzähl mal. Hallo, ihr zwei. Hey, ich bin jetzt zu zweit. Dir geht's ja schon besser. Ja, deine Medizin hat schnell gewirkt. Das freut mich. Leila, vergiss bitte nicht den eigentlichen Grund, warum wir hier sind. Was meinst du, Xei? Vater, ich werde mit Zeit die Stadt verlassen. Was? Warum? Ich kann dir leider nicht sagen, warum, aber wir müssen. Ich verstehe nicht. Warum so plötzlich? Was zieht dich denn nun in die Außenwelt? Ihr zwei seid noch Kinder. Habt ihr keine Ahnung, wie gefährlich es da draußen ist? Was ist mit deiner Mutter? Willst du eigentlich gar nicht hier sein, wenn sie endlich heimkommt? Vater, bitte. Leila, als dein Vater erlaube ich dir nicht, die Stadt allein zu verlassen. Ich bin doch gar nicht alleine. Xei ist doch bei mir. Das macht keinen Unterschied. Du bleibst da. Leila, versteh doch. Ich mache mir große Sorgen um dich. Punkt, Punkt, Punkt. Papa kommt nicht mehr hinterher. Wie gut, dass ich in solchen Stress mit meinen Alten haben kann. Dass ich nicht solchen Stress mit meinen Alten haben kann. Egal, was mein Vater sagt, wir müssen gehen. Aber da kommt er auch schon raus. So, wo ist mein Trinken? Hier. Leila! Ich werde gehen, Vater. Du wirst mich nicht aufhalten können. Ich muss sagen, ich habe dich in einem ganz anderen Leben noch nie so. In meinem ganzen Leben noch nie so ernst erlebt wie gerade eben. Und bevor ich es nur anders überlege, geht lieber gleich los. Vater? Doch eins muss ich vorher noch geben. 1000 Zenny erhalten und Jägerpistole erhalten und. Ach Gott. Ja. Achso, übrigens ist das ja eine neue Version, habe ich schon gesagt. Für alle Fälle, die ich gebe, gebe ich dir meine Waffe mit und mit dem Geld solltest du dir am besten vorher noch eine Rüstung kaufen. Ich danke dir. Schön. Hau ab. Tschüss. Dich lieb. Du bist aus dem Quelldorf verbannt worden. Verschwinde endlich. So. Ja, genau. Und zwar kann man das auch schon sehen. Die Jägerpistole ist jetzt durchsichtig. Also der Hintergrund ist nicht mehr, ist jetzt transparent. Das ist einer von ein paar Fehlern, die behoben wurden. Und auch der Hintergrund. Also meine Kritik wurde relativ schnell bearbeitet, beziehungsweise eigentlich wurde es schon viel früher gesagt, die Kritik. Und ich habe das nicht gewusst. Mir auch egal. Ich gucke mir die anderen ja nur ab und zu mal an, wenn überhaupt. Grund, ich will mich ja nicht spoilern. Und ja, wenn ich mir das schon angucke, dann gucke ich es mir lieber bei mir selber an, weil das ist eh das Beste dann. Arrogant klingen. Arrogant tu, arrogant sei. So ist das. Okay. 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 Und Rose. Okay.
Wir haben ja auch ein paar Zenny jetzt, ne? 1075 Zenny. Davon sollten wir uns jetzt eine Rüstung kaufen, ja? Na gut, dann tun wir mal, wie uns geheißen wurde und gehen mal zum Rüstungsshop. Hallo, was darf sein? Kaufen würde ich gerne. Okay, Holzpanzer. Leider plus 43, 143 bei ihm. Okay, das klingt gut. 470? Na gut, kauft. Einmal. Stoffrobe. Die werde ich wahrscheinlich für irgendjemand anders brauchen, aber dafür habe ich nicht genug Geld. Metallhelm würde uns beiden gut helfen, aber dafür habe ich nicht genug Geld. Ein Holzschild würde ihn plus 40 bringen. Nee, also das lohnt sich nicht. Dann lieber zweimal das. Ja, ich würde gern zwei kaufen. Ja, kann ich aber nicht. Aber wir können ja mal gucken, wenn wir uns jetzt ausrüsten und das alte verkaufen. Helm. Rüstung. Mehr habe ich ja nicht gekauft gerade, ne? Ja, okay. Und jetzt mal das alte verkaufen. 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 Hä? Wir haben doch Zeug. Ups. Hä? Ach so, nee, habe ich nicht. Blöd. Ach ja, blöd. 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 Blöd, blöd, blöd. Okay, na gut, dann haben wir halt Pech gehabt. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, gucken wir mal. Vielleicht können wir uns eine bessere Waffe kaufen. Hallo, was darf sein? Kaufen. Oh, viel zu teuer alles. Kann doch keiner tragen. Aus Kurzschwert hat er schon. Der Rest nützt uns nichts. Naja, gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns doch nochmal was zum Naschen mit. Was kann ich für euch tun? Heiltrank, genau. Ja, machen wir den Rest gleich in Heiltränke klein. Gut. Man weiß ja nie, was uns erwartet. So wie ich sowieso schon mal kenne, ist das Spiel so lachhaft leicht. Ist es unheimlich schwer, das Spiel. Dass ich das auf jeden Fall brauchen werde. Aber nun gut, ich möchte mir nichts vorwegnehmen. Ich möchte auch von euch keine Spoiler kriegen, falls ihr das bei jemand anders geguckt habt oder also jetzt natürlich nicht mehr guckt, weil ihr es jetzt ja bei mir guckt. Willkommen in Sabrak. Ich bin so arrogant geil. So, okay. Und ich frage erneut, wo sollen wir denn nun anfangen? Am besten, wir gehen einfach mal los. Oh, tolle Aussichten. Tja, wenn ich mich kurz einmischen dürfte, als Windgeist ist es mir möglich, einen anderen Elementargeist aufzuspüren. Toll, dass du uns das jetzt schon mal sagst. Hey, das ist schon mal eine große Hilfe. Es klappt allerdings nur einmal. Der nächste kann nur durch den Geist gefunden werden, den wir durch mich fanden. Ah, okay. Ich fange an. Ja? Ich spüre etwas. Ich glaube, die Maus war jetzt drin, war. Eigentlich kann ich entfernen. Ich spüre etwas. Wir sollten zuerst nach Norden gehen. Hm. Nice. Gut, gucken wir mal. Nördliche Region, westliche Region, südliche Region. Ich gehe mal lieber nach Norden. Nicht, dass da unten nachher übelst harte Gegner sind. Okay, da kommen Gegner. Ich speichere. Okay. Schön, die Gegner sind also sichtbar. Okay. Naja, gut, Sui. Die Gegner sind zwar wahrscheinlich ganz nett, aber die sehen so eingesetzt aus. Das ist so... Naja, keine Ahnung. Aber gut. Ich möchte nicht zu sehr kritisieren. Warum greife ich nicht zweimal gleich an? Das ist Mystic Quest? Legend? Ich glaube, ja. Bombs. Böp. Okay. Gift. Mist, ich bin schon mal gegiftet. Scheiße, ich hab kein Gegengift mitgenommen. Ich dachte, ich brauch kein scheiß Gegengift. Wieso macht ihr denn so einen Rotz? Na gut, greif mal an jetzt hier. Ich besiege Gegner einfach so, denn es macht mir Spaß. Einfach so, es macht mir Spaß. Okay. Fein. Schön. Sahne. Boah. Ach so, ja, ich bin vergiftet. Klasse. Wir haben natürlich keinen Heiltrank mitgenommen. Hast du irgendwas? Wind, Kreuz, Schnitt. Oh, ihr kotzt mich an. Oh, jetzt kann ich wieder den ganzen Weg zurückgehen. Und natürlich hätte ich mir Gegengift mitnehmen müssen und nicht scheiß Heiltränke. Wie dumm. Dumm. Dummhaus, ey. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo das Inn war. Ich glaube, das war irgendwo rechts. Okay, was? Das ist das Inn. Komm, Sai, wir gehen jetzt erstmal schlafen. Wir müssen die Stadt verlassen. Ah, uns hat eine Biene gestochen. Wir kommen zurück. Guten Tag, möchtest du für 20 Zentimeter nachten? Ja, hau rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, einer ist umgekippt.
Horsti. Ich habe bezahlt, also geh mir bloß von der Pelle. So. Gut, ist hier oben sonst noch irgendein Heini? Ja, hier ist noch ein Heini. Schön. Mir ist etwas unangenehm, mit fremden Leuten mit auf einem Zimmer zu übernachten. Pech. Okay, gucken wir mal. Ich wollte nach Geld gucken, genau. 105 haben wir jetzt. Also gut, die Bienen haben schon etwas Knete gebracht. Und, naja, wir werden uns dann mal Gegengift kaufen. Weil, wenn wir uns schon am ersten Gegner sonst direkt unterliegen, weil er uns vergiftet, einfach mal so, voll gemein, dann ist das natürlich nicht so praktikabel. Ach, Mann. Wie ist denn hier? Wieso gleich der Shop? Wo ist denn der Shop? Bin ich blöde? Keine Antworten auf diese Frage, ich weiß, dass es so ist. Das war eine rhetorische Frage. Ach, hier war das, okay. Gut. Hallo, Laden. Ja, ich möchte was kaufen, guten Tag. Wie kann ich helfen? Kaufen. Gegengift. 2, naja, gut. So, und ich hoffe, dass uns die Gegner jetzt einfach mal nicht mehr vergiften. Und dass der Gegner jetzt weg ist, weiß ich nicht. Ich denke mal, der wird wieder erscheinen. Sonst könnte man sich nicht leveln. Zumindest nicht unbegrenzt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es aber auch so gedacht. Keine Ahnung, wieso sich das gedacht hat. Auf jeden Fall muss ja irgendwie schaffbar sein, das Spiel. Ha. Okay. Dann machen wir doch mal los. Okay. Da ist die Fliege wieder. Lass mich in Ruhe. Aber ich probier's nochmal, komm. Okay, Technik. Schädelbruch. Bam. Technik. Wind. Mal gucken, Schädelbruch macht 320 Schaden und Wind macht 0 Schaden. Schön. SK, okay. Okay, verstehe. Lässt die Leute abhauen. Alles klar, es lohnt sich nicht. Technik, Schädelbruch, nochmal auf ihn. Und du Technik, Kreuzschnitt. Ja, mach einfach mal auch drauf. Bounce. Okay. Kreuzschnitt. Wow, okay. Er macht Schaden. Er sagt, er kann Schaden machen. Okay, dann macht doch mal Schaden hier. Bounce. Abgeknallt. Und Gegengift halten. Ah, klasse. Hätten wir letztes Mal besser gebrauchen können. Also sind wir nicht vergiftet worden. Schöne Sache. Boah, wie die gemein aus der Seite kam. Okay, also es gibt anscheinend eine Wahrscheinlichkeit, hier ein Gegengift zu bekommen, was dann voll praktisch ist, weil, ja, Miss, schön. Schön, dass das deutsche Spiel immer noch Miss enthält. Critical. Und schon wieder ein Gegengift erhalten. Haben wir vorhin auch ein Gegengift erhalten? Ich bin jetzt voll dumm gewesen? Ich müsste jetzt ja 4 haben, ja. Okay, nee, habe ich nicht. Ah, ich habe wieder Glück gehabt, wieso? Okay, im Norden, ja. Und hier können wir reingehen. Okay. Okay, das sieht böse aus. Den will ich nicht bekämpfen. Lass mich in Ruhe. Hilfe, Hilfe. Okay, gucken wir mal. Was haben wir hier? Das sind Wölflinge. Wölflinge, auch wie süß. Aber okay, die Gegner sind wohl so. Also das, dann passt das schon, wenn die Gegner immer so in diesem Stil sind. Die sehen irgendwie so ein bisschen comichafter aus als der Rest halt. Das hat mich irgendwie verwundert. Es wird so ein bisschen eingesetzt. Aber ist okay. Also ich will ja nichts rummeckern. Ich meine, das ist so ein komplexes Spiel, wie es hier ist einfach. Und es hat wirklich die Stimmung von einem Vollpreistitel, finde ich schon. Story ist sehr komplex, was ich auch gut finde. Also, komm her hier. Ich finde es auch interessant, dass die Gegner sich rot färben, wenn sie verletzt sind. Ich weiß nicht, ob das Standard ist bei RPG Maker. Das ist mein erstes RPG Maker Spiel, das ich spiele. Also, bitte hasst mich nicht, wenn ich da irgendwie bestimmte Sachen denke. Oh, Sui, hast du das toll gemacht. Und dann heißt es, naja, von wegen...